Herzlich willkommen zurück bei Sakura Morkala auf diesem Kanal auf YouTube. Hallo YouTube, hallo Leute, die alle zuschauen. Wir sind zurück in einer neuen Aufnahmesession. Und ich habe vor, diese Aufnahme in Gänze zu machen. Also ich habe vor, jetzt keinen weiteren Cut zu machen, weil ich mich meine zu erinnern, dass das hier wirklich das letzte Stück der Reise ist, was auch Sinn macht, dann zusammenhängend zu machen. Also würde ich sagen, wir betreten dieses Portal. Du wirst diese Welt verändert vorfinden, wenn du aus der Kälte zurückkehrst. Ich spüre, wie sich das Schicksal zusammenballt, wenn du in dieser Welt, so wie du sie kennst, noch etwas suchst. Betritt das Portal noch nicht. Willst du diesen Spalt jetzt? Okay. Nee, ne, das war die Vermutung, die ich hatte. Meine Erinnerung täuscht mich nicht. Ich würde jetzt ganz kurz einmal versuchen, nochmal die Sachen durchzugehen, die wir in der Bonussammlung haben, um sicherzugehen, dass wir so viel wie möglich an Erfolgen und so haben. Tau, es fehlen noch 2 Tautropfen. Ich bin mir ziemlich sicher, wir können die hier noch finden. Karten fehlen uns nur noch 3. Okay. Auch nur noch 1 Sticker, der muss hier eigentlich auch irgendwo sein. Oh mein Gott. Hier ist endlich die Antwort, nach der wir gesucht haben, warum es diesen verdammten Leuchtkäfer gibt. Zeige allen, wie gut du im Quartett bist. Das haben wir. Oh, verbringe einen Monat in Mauswald. Lerne alle Zauber. Lass dich vom Kobold nicht aus der Ruhe bringen. Ich weiß nicht, ob wir das noch kriegen können. Der Kobold ist ja weg. So, dann würde ich aber mal ganz kurz sagen, wir suchen noch einmal. Und zwar nach Stickern und nach Tau. In den meisten Bereichen waren wir, was Tau angeht, sehr erfolgreich, würde ich sagen. Aber es gibt auch noch einen Sticker. Moment, wir können uns doch den Sticker auch anschauen, oder? Sticker hier. Das ist der letzte, der noch fehlt. Ein kleines... Ja, was ist es eigentlich? Ein Dino? Nehmt eure Plätze. Kartenspiel. Ist es egal, gegen wen wir Karten spielen? Du kannst mit hier in Mauswald kennen. Nee, warte. Das kenne ich. Sekunde. Jetzt auf die Gefahr hin, dass wir sonst das Quartettspiel mit Anja wiederholen, ohne dass es uns was bringt. Ich suche gerade schon, ob hier... Aber ich glaube, hier könnte kein Sticker sein. Ich habe aber eine Vermutung, wo noch was sein könnte. Und zwar hier... Da. Wenn hier noch irgendwas wäre, könnte das doch... Obwohl, wir haben hier schon Sticker gefunden. Kann das sein? Ich glaube, ja. Aber das heißt nicht, dass wir hier nicht Tautropfen übersehen haben. Ich wünschte, es gäbe eine Möglichkeit, das irgendwie zu scannen. Latu der Frosch grüßt Anja Maus mit der Nachricht. Du bist eine wunderbare Sternschnuppe für mich. Oh. Ihr Nachteulen da draußen wünscht den beiden sicher genauso viel Glück wie ich. No. Platon und Anja. Ich bin noch am Schauen. Ich meine, wir können natürlich bei Zeiten zurückkehren, um die Tautropfen noch einzusammeln. Aber das wäre halt nicht dasselbe, ne? Das wäre nicht dasselbe. Ich habe auch nur eine Vermutung, wo der Sticker sein könnte. Ich weiß bei den meisten Sachen auch, wo wir noch Sticker haben. Also wo wir schon Sticker haben, meine ich.
dass wir uns da keine Gedanken machen müssen. Also hier haben wir den ersten. Und natürlich das hier mit dem Leuchtkäfer. Das gibt einen Erfolg. Jetzt ergibt es auch alles Sinn. In die Erfolge zu gucken, bringt also was. Ich weiß allerdings nicht, wie oft wir das machen müssen. Könnte sein, dass das jetzt länger dauert. Dann ist diese Folge nur das Klicken auf den Leuchtkäfer. Bis wir diesen verdammten Erfolg dafür bekommen. Das ist 1000 Mal. So. Stunden später. Parallel gucke ich noch, ob ich hier einen Tropfen übersehen habe. Ich glaube nicht. Ich glaube, in diesem Bild haben wir sogar 3 gefunden. Ich habe nie darauf geachtet, ob das einen Sound macht bei euch. Ich mache gerade ein Trommel quasi auf meinem Touchpad. Ich würde gerade sagen, wir wollen nicht mit denen reden, wir wollen nur... Wir wollen alle Erfolge haben. Wir sind so einfach. Wir können nicht anders. Und sonst bei euch so? Wie ist es bei euch? Wie geht's euch so? Macht ihr das auch gerne in eurer Freizeit oder bin ich komisch? Oder muss es so? Mach ich alles richtig? Klickt ihr auch immer so auf Leuchtkäfer? Ist auch so ein Ding, ja? Ist wahrscheinlich der einfachste zu bekommende Achievement-Teil aller Zeiten. Bei 1000 sollte jetzt aber langsam Schluss sein, oder? Ich meine, der Counter geht weiter. Sollte jetzt nicht sein, dass der Teil sich resettet oder so. 1000! Mal auf einen Käfer, Junge. Achievement! Woo! Ja! Für was ist das? Entdecker! Ja, weiß nicht. Langweiler könnte man es vielleicht auch nicht. Nein, nein, Scherz. Wer klickt 1000 Mal auf den Käfer? Keine Ahnung. Wir auf jeden Fall nicht. Ich wüsste nicht, wer sowas täte. Tattoo. So, wo könnte denn noch dieser letzte Dino-Sticker sein? Hier haben wir doch auch schon einen gefunden. Wollen wir mal weiter gucken? Wo wir noch keinen gefunden haben. Hier würde sich, glaube ich, am ehesten anbieten, oder? Ich bin unsicher. Also wir haben... Wir haben hier unten einen eingesammelt, richtig? Genau, der würde ja sonst auch nicht angezeigt werden, schätze ich mal. Ich muss auch noch mal überlegen, wo wir die ganzen Karten finden. Ich weiß gar nicht, wo wir unseren ersten Sticker... Ich hoffe halt nicht, dass es in einem Bereich ist, wo wir nicht mehr hinkommen. Das wäre bedenklich. Also einen haben wir hier gefunden... Den haben wir auf jeden Fall schon. Ich werde mal ganz kurz Tages-Nacht-Zeit wechseln. Ich glaube, dann haben wir auch eher die Chance, mit welchen zu spielen. Dann haben wir einen hier vorne gefunden, also hier. Dann...
hatten wir, meine ich, einen bei den Zwergen. Der war hier hinten. Dann hatten wir einen im Wald. Also hier drin. Das haben wir relativ spät erst gefunden. Dann haben wir auf jeden Fall noch einen hier gefunden. Huch. Vielleicht, aber die beiden sind weg, oder? Weird. Ob wir jetzt noch das einsetzen können mit Plato? Ich weiß es nicht. 103.5. Dann haben wir noch bei der Stadtwache einen gefunden. Ich versuche mich auch gerade zu erinnern, ob es noch einen gibt, an den ich mich persönlich erinnere. Also hier war noch einer. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir den im letzten Teil doch noch finden können. Dass es vielleicht nicht so dramatically ist, wie er jetzt gesagt hat. Die Geschichten haben wir auf jeden Fall alle. Na, wenn ich mir das jetzt hier nochmal angucke. Hörbuch, da sind alle drin. Das heißt, dafür haben wir auch den Erfolg bekommen, ne? Nee, warte mal. Hier, doch, dafür haben wir das bekommen. So, wie viele Karten haben wir denn? Warte mal, Quartett. Ich habe das Gefühl, da fehlen uns noch viel mehr. Da fehlt uns nur eine. Eins haben wir, zwei. Das heißt, drei fehlt uns. Okay, drei fehlt uns. Bei Haselnuss fehlt uns die erste, aber ich glaube, wenn das tatsächlich unser Vater ist, ist es schwierig. Hier fehlt uns auch eins. Auch bei jedem steht was. Ein Fest der Freude steht bevor. Tief im Wald entwuchs der Älteste der Wirklichkeit. Ein Ort des Handels und der Diplomatie. Ich frage mich halt auch, ob wir wirklich gegen alle irgendwie kämpfen müssen oder ob es, also ich meine, spielen müssen oder ob es noch irgendwas gibt, was wir nicht haben, so. Kann ich noch was mit ihr machen? Ich werde sie vermissen, glaube ich. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren bei meinen Kontemplationen. Wie bitte? Konrad kann sich nicht konzentrieren, wenn hier so ein Kannst du vielleicht draußen mit Ursula spielen? Oh! Ja, klar. Ja, klar. Was spielt sie denn? Ich wusste nicht, dass das geht. Kannst du es dir nicht denken, Grünschnabel? Ich wollte eigentlich nur noch mal ihr Zirpen hören oder dafür sorgen, dass ihr Zirpen hört. Das Verstecken zu spielen. Oh, Verstecken spielen, großartig. Let's go. Ich habe Ursula gesagt, dass sie nur innerhalb der Stadtmauern spielen soll. Wegen der Krähen. Und nachts muss sie schlafen. Alles klar. Uhu. Endlich kann ich in Ruhe arbeiten. Dann mach mal die Augen zu und zähl bis 10, Jungspund. Wir sehen doch eh nicht, wo die sich versteckt. Ob du es wohl schaffst, Ursula viermal zu finden? Ob du es schaffst, Ursula viermal zu finden? Die versteckt sich also draußen jetzt. Wahrscheinlich an Hotspots, die wir schon kennen, oder? Ah, da. Ursula. Oh, ich lieb's. Ich meinte ja, ich werde sie vermissen. Wer ist sie? Niedlicher Franz. Oh, voll schön, dass wir dann noch mal Hide and Seek mit ihr spielen können. Das ist ja süß. Innerhalb der Stadtmauern. Heißt es auch hier hinten? Aha. Nicht schlecht. Ursula. Oh. She's so cute. Hab
dich wiedergefunden. Vielleicht ist sie, wo sie sich wohl diesmal versteckt. Ist sie nicht sauer, wenn wir sie überall finden? Müssen sie mich einmal gewinnen lassen vielleicht? Würde sie sich im Café verstecken? Ich bin unsicher. Nee, wahrscheinlich schon draußen, ne? Muss ich dann nochmal zu den anderen gehen? Gibt es da eine Reihenfolge irgendwie? Bin nur unsicher, deswegen gucke ich lieber nochmal. Gucke ich lieber nochmal nach, meinte ich. Guck mal, wow, absolut richtig. Da müsst ihr noch einmal finden. Oh, achso, ihr habt es gar nicht gesehen, ne? Sie hatte sich hier neben dem. Neben dem Fass versteckt. Also hier vorne. Aha. Guck mal, ich war schon so oft hier, ich sehe das sofort. Ursula. Hallo. Das war das vierte Mal. Oh, was hast du denn da? Eine Karte. Yay. Nice. Hast du die im Busch gefunden? Hast du die in einem Buch gefunden? Niedlicher Fratz, ja. Ja, sie ist schon süß. Haben wir immerhin das. Das ist doch sehr süß. Liebe es. Liebe es einfach. Sie ist einfach so sweet. Ich werde sie wirklich vermissen, schätze ich. So. Das ist zwar schön so, dass wir das gefunden haben, aber ich weiß nicht, ob das jetzt noch uns weiterbringt. Sonderlich. So. Ich bin noch am Abscannen für mögliche Tautropfen. Ich will ungern in die Komplettlösung dafür schauen. Weil es nur noch zwei sind. Auf der anderen Seite sind wahrscheinlich gerade die richtig übel. Hier hatten wir aber einen gefunden, oder? Ich gehe gerade im Kopf durch, ob ich mich noch an welche erinnere, wo wir keinen gefunden haben. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass sie draußen sind, glaube ich. Hier war einer gewesen, ne? Huch. Ja. Ich finde hier auch die Bleistiftzeichnung, die, oder sieht so aus wie Bleistift. Die Bleistiftzeichnung finde ich auch sehr schön, einfach. Es kann aber natürlich wirklich sein, dass... Nee, in den anderen Welten konnten wir nichts finden. Ich bin mir ziemlich sicher eigentlich. Bin mir sicher, dass wir eigentlich... Hier war eine, das weiß ich noch. Hier war eine. Und hier haben wir relativ spät noch einen gefunden, ne? Ja, das wissen wir. Dafür, dass sie so klein waren, waren die halt auch ziemlich gut zu sehen trotzdem eigentlich, ne? Und hier war, meine ich, an dem Seil einer gewesen. Aber auch die anderen bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich will halt nicht, dass die weg sind, ne? Hier war, glaube ich, auch hier an der Blume irgendwas. Bin ich mir auch unsicher. Ich glaube, hier hatten wir dann auch am Ende noch einen, der ist irgendwie nachspawnt. Schwierig, schwierig.
fange schon an zu halluzinieren, das ist super. Toll. Weg durchs Gras. Hier hinten ist keiner, ne? Ich meine, hier war nichts gewesen. So, und hier? Hier war doch an der Borke, oder? Hier waren definitiv auch welche. Ich bin mir sicher, da war einer. Schwierig. Ich scanne halt jeden Bereich nochmal so ab, was alles sein könnte. Ich habe das Gefühl, hier haben wir irgendwie nichts gefunden. Ich wusste nicht. Also ich weiß, dass der eine an der Möhre war. Oh lol. Oh mein Gott. Jetzt habe ich das Gefühl, ich bin unglaublich blind einfach. Wie kann es sein, dass mir sowas unterkommt. Ich will mich nicht tot suchen nach dem letzten Tropfen, aber ich will ihn trotzdem haben. Ich glaube, ich werde doch einmal in die Komplettlösung gucken. Ich bin gerade sehr stolz, dass wir wenigstens den einen noch finden konnten. Ich kann mich an den hier halt nicht erinnern. Wo war der denn? Oder? War hier noch was? Oder bilde ich mir ein, dass ich hier ein... War das hier oben? Oder sind die Tag und Nacht gebunden? Das würde natürlich einiges erklären. Pass mal auf, ich würde es jetzt hier nicht in die Länge ziehen. Ich werde mal ganz kurz in Collection gucken und nach... finden, wo das ist, damit wir uns jetzt hier nicht tot suchen. Okay. Ich habe eine Seite gefunden. Let's look. Ich fange mal hier mit dem ersten Bild an. Hier oben auf dem Blatt war einer. Okay. In dem ganzen Bild ist auch nur einer. Der Sticker ist da unten gewesen. Das sieht man auch nochmal hier auf dem Bild. Schön. Gehen wir nochmal hier lang. Hoffentlich müssen wir nicht alles durchgehen. Ich komme so unfassbar blind vor. Wenn man es einmal sieht, finde ich, ist es wirklich so dramatisch. Hier an dem Kürbis war einer in diesem Bild. Und hier an den Blättern, die haben wir auch gefunden. Hier an dem Blatt. Hier hinten, wo mein Mauscursor ist auf dem Blatt, war auch einer. Und hier vorne war einer. Okay. Das ist ja nicht schwieriger machen, als es ist, ne? Bei den Hasen war an der Blume einer. Der ist mir als erstes aufgefallen. Dann hier, wo jetzt nichts mehr ist. Und hier an diesem Blättchen hier. So. Dann vor der... Townsquare ist tatsächlich nur der an dem Seil, an den ich mich erinnere. Der ist auch der einzige. Funny. Fair enough. Hier war einer. Ich weiß aber nicht, ob wir den nicht sehen, weil wir jetzt auf der falschen Seite stehen. Hier war einer. Und hier war einer. Ich guck mal, wenn wir jetzt... Wenn wir jetzt vor die Stadt treten... Ist dann hier einer? Nein. Okay. Dann hier hinten. Hier war einer, den ich nicht mehr sehe. Das heißt, der muss weg sein. Und hier vorne war noch ein ziemlich fetter. Okay.
Ja. Next. Hier war einer am Stamm, den sehe ich aber auch nicht mehr. Und hier war vorne einer am Tümpel. Ich glaube aber auch den haben wir sofort geholt, wo wir konnten. Irgendwann sage ich euch, wenn ich das nochmal spiele, dann habe ich alle Sachen in mich aufgenommen. Dann ist das gar keine Frage mehr. Dann kann ich die im Schlaf finden. So. Dann hier. Da hinten war einer und hier am Rand. Hier soll noch einer sein. Ist das? Nee. Den haben wir, glaube ich, schon, oder? Oh mein Gott, er ist es. Oh ja, endlich. Das waren alle. Das heißt, wir können zu der Stele gehen. Gott, Leute, ich komme nicht klar. Das heißt, wir können zu der Stele gehen.